wir machen mal einfach so, wie sie da so stehen. Das ist doch gut. Ja. Ja. Sehr gut. Und jetzt mal. Man sieht nicht so ganz, dass sie ein Jackett auf der Schulter haben. Ne? Ich nehme mal die andere Schulter als Versuch. Ja, genau. Ja. Moment, die Sonne wird. Die Sonne ist nicht so ganz. Guck mal nach oben, da irgendwo so. Ja. Es gibt Theaterstücke, wo Theater fast zeitlos wird, weil es kann ja kein Zufall sein, dass also ein Stück mit einem Alter von 2400 Jahren von Sophokles, Antigone, wieso hat dieses Stück überlebt bis heute und ist gültig übrigens, wie heute, wenn man es liest nochmal. Das ist eigentlich bei guten Stücken immer der Fall. Deswegen bin ich immer wieder beim Nathan. Das habe ich gespielt, ich weiß nicht, so 220 Mal oder so, also ja, viele Jahre. Und es ist mir nur noch mehr ins Herz gewachsen. Also. Und so geht es mir mit einigen Theaterstücken, wo ich sagen würde, die sind so gut, die sind zeitlos. Soll ich kommen? Gerne. Gut. Oder wir machen das T-Shirt. Also ziehen wir es mal aus. Weil das ist dann mehr. Ja. Besser mit dem T-Shirt. Ziehen wir es mal aus. Halt da, gerade der Blick, wo der eben war. Genau. Das ist herrlich im Schauspieler. Genau. Meine Mutter war nie im Theater. Mein Vater war zweimal. Als ich die Prüfung bestanden hatte, bin ich in die Zillertalstraße Pankow gefahren und sagte, Papa, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden an der Schauspielschule in Schöneweide. Er stand mit dem Rücken zu mir, guckte aus dem Fenster und sagte, naja, das ist auch was. Ja, sowas ist gut, ne? So ganz von so mir vorbei, das ist gut. Mhm. Sowas. Zu dem Thema passend. Ja. So ein inneres Gucken. Das war eine Schule, da ich das erste Mal im Leben das Gefühl hatte, die mögen mich. Da waren Erwachsene bei, für mich jedenfalls Erwachsene, die sich Mühe gegeben haben, mir was beizubringen. Und zwar mir, ganz speziell mir, nicht an allen anderen sonst, sondern die auch, ja. Aber denen eben auch. Und das werde ich dieser Schule nie vergessen. Also wenn man diese Grundhaltung, jetzt gar nicht von mir zu reden, aber in dieser Schule ist, wenn sie gut ist, und ich glaube, sie ist immer noch gut, dann gebe ich etwas weiter. Das ist mir schon ein Anliegen. Also ich mache ab und zu Vorlesungen in der Schauspielschule in Berlin. Und so eine Sache, was wird bleiben, kann ich nur wünschen, dass man so viel Samen streut in der Betrachtung dieser Dinge, in der Handhabung dieser Dinge, dass man sagt, das ist nicht hoffnungslos. Und ich kenne junge Leute, die sind gerade 20 geworden und sowas, die noch so in gutem Sinne unschuldig sind, wenn man so will, wo man sagt, da ist jemand. Da ist jemand, das merkt man, der spricht bestimmt und hat eine andere Art zu sprechen und sowas. Und der vermittelt mir etwas und ist selbst davon angetan und sowas. Also ich kann daran teilhaben, wie ein schönes Gefühl sich ausbreitet, ja, wie eine Landschaft von Monet oder so. Ist so eine Sache, wo man als Lehrer, der ich gar nicht sein will, aber richtig glücklich ist und sagt, du hast eben mehr auf deiner Seite. Und das ist schon was. Und wenn sie hier zum Beispiel nicht schlecht ist, ja, ist eigentlich mein Leben in der späten Phase. Aber so ist es doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, eben. Oder? Ich finde das auch.